Hallo ihr Lieben und willkommen in der nächsten Runde Banished, wo wir in der letzten Folge ja ziemlich viele Leute aufgenommen haben, was, ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, ich halte mal ganz kurz an, ich möchte mal nämlich sehen, wie viel Nahrung wir verbraucht haben, so über die Jahre gesehen. Used 70.000, produced 90.000. Ich guck mal im letzten Jahr selbst. 11.000, 9.000, ja, 11 Leute, ich glaube, die fressen schon. Nein, jetzt nicht die Haare vom Kopf, aber. Oh, na, wenn es stockt. Ja, mei. Sollte sich ja gleich wieder beheben lassen. Genug Häuser haben wir. Wir brauchen aber halt, ich bin einfach immer noch für mehr Nahrung. Wenn wir mal schauen, es tut mir leid, dass Banner stockt, ich werde es gleich beheben. So, jetzt. Hier, da, es läuft doch alles wieder flüssig. So. Wo machen wir uns denn mal als nächstes bei? Erstmal lassen wir es mal einfach mal wieder laufen. Ich muss ja sehen, ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich hatte nämlich gerade einen Tag Pause mal hier gemacht zwischen den Aufnahmen. Wir sind im Spring, im Frühling. Spring Break. Wir haben 27 da. Okay, ein Bauarbeiter. Der natürlich hier die Steine ruhig mal langsam wieder bauen könnte. Lassen wir aber einfach mal rumrennen, der hat nichts zu tun. Er heißt Foresto. Gebildet. Naja. Der Foresto heißt. Foresto Domesto. Und Pablo de Foresto. Provinciale Papavora. Was hat der gesagt? Richtig, hab ich auch nie verstanden. So, 81%. Wird der tiefer? Der wird immer tiefer, das ganze Ding hier, ne? Ja. Tiefer und tiefer. So, wir haben 542 Holz, nachdem sie das hier alles weggefetzt haben hier oben. Der Fischung, der Fischung. Ein Meer in die Mine und dahin Forester, Hunter, ja. Die Kleidung wird allerdings dann auch bestimmt bald ein bisschen eng. Darum holen wir uns mal, Gott, ich hatte eigentlich hier auch einen Jäger, ne? Ja, 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 ja. Das ist gut. Der hat aber allerdings wieder nichts zu tun, weil ihm Leder fehlt. Wir brauchen Tiere, Schuss nochmal. Orders. Ich möchte was ordern, ja. Ich kann nichts. Huch. Ah, und dieses Escape. Jetzt haben wir noch ein paar Felder mehr, so 81%, hoch, geh weg, 79, 57, 66, Prozent, was haben wir denn, Schule haben wir, Hospital haben wir, Kirche haben wir, Friedhof, Friedhof haben wir nicht, allerdings, scheiße ist der riesig. Wollen wir wirklich mal einen riesigen Friedhof bauen, so abseits jeglich von Gut und Böse? Aber wie groß kann der werden? 20 breit und 20 hoch, nehme ich an. Das ist fett. Gehen wir mal dahin. Hier kommt gleich ein Bauarbeiter nach. Dann können wir nämlich auch mal. Oh, Fisherman's! Fisherman's Friend! Ja, ich kann ihn anklicken. Ja, er hat Schafe! Yes! Hä? Wieso? Hä? Inventory ja, aber warum? Wieso? Ich kann nicht handeln! Ich möchte ein paar Schafe! Ich hab doch alles hier. Trader. Vielleicht weil es zu niedrig ist, brauchen wir mehr. Iron Tool. Ach, nur das ist das, was er möchte. Oh ne, ne. Medizin haben wir, okay. Steine.
Ja, dann hoffe ich mal, dass es rechtzeitig macht alles. Weil das möchte er alles nicht. Aber das möchte ich, das andere alles. Theoretisch brauchen wir auch nur zwei Schafe. Nur. So, 66. Was ist 66? 500 und das reicht niemals. Eisenwerkzeug. Wir brauchen mehr Eisenwerkzeug. Es hat schön viele. Das finde ich auch gut. Wir brauchen unbedingt die Schafe. Tut mir leid. Damit wir endlich mal an Fell kommen und so weiter. So, nur noch ein bisschen, Jungs. Komm. Bringt's, holt's, bevor der weg ist. Wenn der weg ist jetzt und ich kann das nicht tauschen. Alter! Könnte ich doch eigentlich den Speicherstand wieder laden und mal anfangen, weil ich ja weiß, dass er jetzt gleich kommt. Und so, also ein Schaf schon mal auf jeden Fall. Aber eins bringt uns nichts. Das kann sich nicht vermehren und nisch. Oh, nun hol doch mal die Eisen, Mensch. Eisentool, hallo, hier. Eisentool. Wohl. Hallo. Hallo, Susi. Jetzt kann ich straight. Oh. Und da wäre auch schon weg. Alter! Oh. So, jetzt kommen auch die Tiere endlich zum Einsatz. Gott sei Dank. Gucken, wie groß das gehen würde. Okay, 15. 20 mal 20. Gucken, ob es so geht. Ja, machen wir mal hier. Sieht schön aus. Kann nützlich sein. So machen wir es. Früher Herbst, es wird geerntet. Na, das versuche ich mal 10-fach. Ich habe ein bisschen Angst, dass es knapp wird. Mal 13.000, ja. Mehr Lager. Feuerholz haben wir jedenfalls 500, sind wir drüber, deswegen sammelt er jetzt auch Holz und verbraucht nicht wirklich. Wobei, gut, jetzt nimmt er Holz weg, um hier zu bauen. 66 Holz. Ach, und er sammelt ja hier jetzt auch, ne? Soll er behalten. Können wir nachher nutzen. Er soll einfach mal nicht arbeiten. Dann können wir nämlich einen Holzfäller wegnehmen. Wo haben wir ihn? Da. Woodcutter. Ein... Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass das hier nichts wird. Weil später Herbst, jetzt sollten wir es gerade so noch schaffen. Aber das verschwindet schon wieder von allein, habe ich das Gefühl. Reserve of Tool is low. Oh, sehe ich gerade, wir haben wirklich kein Tool mehr. Naja, das hat auch alles hier. Da kann ich arbeiten, weil er kein Eisen hat. Mädels. Ach, unser Priester ist auch davon geschieden. Alter. Erika, so. Es ist gerade irgendwie ein bisschen eng. Nahrungsmäßig sind wir... Da stehen wir da wie eine 1. Aber lattenmäßig 1. Feuerholz wird gerade massiv sinken. Wir hatten gerade 500. Jetzt guckt euch das mal an. Ich meine, wir haben auch Winter. Obwohl noch nichts grün... Ja, ist noch nichts grün, wie man sieht. Noch nichts... Na, wie sagt man noch? Weiß. Schnee. Schneebedeckt. Wie groß wir sind mittlerweile. Darüber mache ich keinen Weg. Ich mache einfach nur aus Protest keinen Weg, damit das schöne Holz und alles bleibt. Also, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, das nicht Holz, die Steine und. So. Und du baust das doch fertig. Ja. Sehr schön. Dann machen wir die Schafe rein. Und ein Herzmann. Herzmann. Herzmann.
Gold. Wir brauchen Eisen, wir brauchen. Wir müssen die eigentlich in die Mine schicken. Ach, bin ich doof. Später Winter, ja, gleich ist ja wieder Frühling. Early Spring, ja. Ich hätte die ganzen Farmer einfach mal wieder hinschicken können. Oh, ich der verschwendete Zeit hochziehen. Na, die Schafe müssen sie jetzt erstmal alle vermehren. Ich hoffe, es sind auch zwei weibliche. Weil die vermehren sich und so weiter und so fort. Und so, machen wir mal einen mehr in der Mine. Zwei mehr in der Mine. Dann sterben die nun mal einfach mal aus. Vielleicht sind die Bauarbeiter auch beide weg. Ach, uns fehlt einfach noch was. Ja, dann nehmen wir mal Feuerholz am Produzieren tun. Tools, Tools, hallo, ja. Sag das den Eisenherstellung. Zwei, eins. Meine Herde. Kommt da schon was nach? Nee. Endlich hat er ein paar Samen, aber 2500? What? Alter. Pfeffer. Oh boy, wenn er so viel nimmt hier, nicht. Meine Nahrung ist eh voll genug gerade im Moment. Dann tun wir auch mal so. In die Mine mit dir da. Das Eisenwerkler kommt mir auf keinen Fall in die Tüte. Ja, Fisch, komm. Nächste. Roots, jo. Onions, jo. Ich hab ein bisschen Lock neben dem Iron. Zum Auffüllen. Wir sind jetzt 600. So. Trade. Yes, jetzt habe ich nämlich Pfeffer und Co. Und können wir hier, guck mal, hier können wir schon mal Pfeffer anbauen. Sehr schön. Wieder mehr Nahrungsvielfalt. Was ist low? Tools? Ja, ich weiß. Inventory, Tools. Ich guck mal gerade. Er soll auch keinen Fall sammeln. 80, 80 ist Maximum. Das andere Nahrung. Er kann richtig schön Nahrung hier. Teto, hier auch 3000. Kann alles schön herräumen, weil das Lager ist voll. Und es wird ja auch kommen, Early Summer, es wird nachher auch wieder kackend, brechend voll. Und daher machen wir es mal einfach so, gut. 400. Fisch, ach komm. Ich hab grad einen Lauf, Onions, ach komm, Zwiebeln, 1000 Zwiebeln. So, nix. Ab geht er. Ja, Schafe, hier könnt ihr auch mal langsam wieder ein bisschen poppen. Man hört es mehr, vielleicht bringt es dann was, dass sich einer mehr um die Herde kümmert. Hm. Ah, dieser Waldgebiet, ich würde ja alles ausbauen. Nimmst du mich so ganz weit rechts hier hinten, zack, da einfach Straße bauen, Jungs, ihr geht dahin zu eurer Arbeit. Aber das dauert dann wieder so ewig und die rennen hin und her und holen dies und das. Was die heißen, ich habe eben gelesen Gulle und Kayana, aber Gül. 21 und 39, Alter. Die Frau, jetzt ist sie schon 40 geworden. Jetzt ist sie 40 und er 21. Na, Respekt. Schon wieder hier. Er 20, sie 38. Ja, mal gut, halbwegs auf Niveau. Wieder sie 5 Jahre älter. Oh, hier mal er 6 Jahre älter. Naja.
Ist auch nicht so. Oh, 42, 58, 34, 36. Das ist absolut. 43 und 60 hatten wir schon. 75 und 56. Na, der hat doch bestimmt Geld und stirbt irgendwann hier. Das ist, sorry, da Klischee an die Macht, aber. Sag mir nicht, statt da auszubauen, doch da bauen sie auch aus, baut er den Steinweg hier. Aber. So, meine Herde, die wächst noch nicht. Oh, halt, stopp. Jetzt habe ich 10 Erwachsene auf einmal bekommen, weil der Lehrer tot ist. Zwar alle ungebildet. Ungebildetes Pack. Aber das ist nicht schlimm. Ach, jetzt habe ich es wieder weggemacht, die Übersicht. Na, das ist nicht gut. So. Herrlich. Pot, 79%. Also wie schnell das wieder geht hier, 82%. Ich muss mir schon bald den nächsten Ort überlegen. Möglichst abseits. Jetzt haben wir 80 und 20 Kinder. Jetzt haben wir erstmal so einen riesen Schwung bekommen. Mit dem müssen wir aushalten. Haushaltern? Vor allem, wenn ich über Nacht, wie gesagt, über den Winter noch. Oh, das wird schön. Also, aber ganz schön tief hier, du. Kann das sein? Oder ist täuscht nur, weil. Das täuscht nur, weil. So, da kann auch der Bauarbeiter bald loslegen. Früher Herbst. Wir sind schon fast fertig mit den Feldern, das ist gut. Machen wir ein bisschen langsamer, damit man so nachvollziehen kann, was die machen. Das Stadthalle, guck mal, sind wieder Nomaden? Nein, Kanute. Oh, siehst du, Apple, Pfeffer, Potato, Chips haben wir auch schon. Chips, das ist doch ein Schaf. Das ist aber Schaf. So, in der nächsten Runde kommt Pfeffer hin. Da oben. Jetzt pfeffer ich dir ein. So, wir haben so schön viel Holz. Schön, dass der mit seinen Bäumen hier super vorankommt, wenn er hier unten in aller Ruhe ein Riesengebiet. Er könnte auch in einer Bäume hier ein bisschen ausbauen. Er wird ein bisschen Mutterboden wegnehmen. So. Den schönen harten Boden und den schönen sanft. Ich habe ein bisschen Angst um die Schafe. Ich glaube, 3 hätten es sein müssen, was? So, hat er schon die Nahrung gebunkert? Ja. Hat er schon. 1000 Fisch. Ja gut, Fisch ist ja noch nicht so viel, weil ich habe ja auch einen abgezogen. Ja. Der Friedhof wird immer noch nicht gebaut. Oh, es ist gleich Winter. Die Felder sind sowieso schon alle leer. Das heißt. Ach, das Horror. So, machen wir das. Brauchen wir nicht, das können die beiden allein machen. Noch ein paar Händler hier. Bauarbeiter in die Mine. In die Mine können wir nehmen, machen wir noch einen Händler hier, kann er schön. So, dann können sie nämlich die Händler sich hier schön drum kümmern, dass der Markt mal voll wird. Gucken wir uns mal den Markt überhaupt an, haben wir gar nicht so gemacht. Mir fiel auch so einfach mal ein, ich habe so an die Schule gedacht, auch über die Schule geplaudert. Der Marktplatz. Was fällt euch so, wenn ihr so dran denkt, Marktplatz? Wann wart ihr mal das letzte so über so einen Markt geschlendert? Ich sehe gerade, sind schon wieder 2 gestorben. Oh, wahrscheinlich unser Lehrer vorhin. Ja. Wann hat man sich mal. Oh, der Friedhof ist schon fertig. 144 Gräber. Ja, na, dann schauen wir doch mal. So können die ein bisschen ihre gestorbenen Personen wehmütig betreuen. Der Marktplatz. Eigentlich ein Ort, wo sich alle treffen sollten. Kaufen, verkaufen, Geld machen, Geld ausgeben, handeln, Kontakte knüpfen. Und was ist hier? Nichts. Das ist schade. Wenn solche Details wären, das auch wirklich die Leute, die also die Händler wirklich auch stehen würden. Zum Beispiel nur einen hast, der liefert hin und her, aber 2, 3 sind immer da und dann kommen die geliefert und grüßen sich, geben sich High Five, ey, yo, motherfucker, und dann, na, ihr wisst schon. Was sagt unsere Herde? 2 von 2. Na. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll hier mit der Herde.
zwei Schafe rein. Wenn die dann ein bisschen pimpern, da kommen dann zwei Schafe, drei Schafe raus und so weiter. Ihr wisst es und so. Also wenn. Und die machen es halt öfters, dann... Achso. Der Lauf der Natur. Mal. Später Winter. Meint ihr, das reicht? Hier, gucken wir mal. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Na, das ist ein bisschen reduziert. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also passt es. In jedes Feld 1, 2, 3, dann sparen wir schon 6 ein. Dieses Feld ist sowieso ein bisschen kleiner. Diesen größer. Fällt eigentlich fast gar nicht auf, oder? Na ja, gut, hier fällt es auf. Die sehen alle größer aus als die hier. So, genau, diesen Schnee. Abgesehen, wie der Baum grün geworden ist. Müsste immer Zeug machen. Vor allem der Schattenruf. Also, das ist nicht die Grafik oder was? Es ist auf dem vollen Limit die Grafik, aber ihr seht die Schatten mal jetzt gerade nicht, aber wie das flimmert. Das muss man im Banish nachmachen. Ach ja, unsere Stadt wächst und gedeiht. Sie wird größer und größer. Mit ein bisschen Problem haben wir auch zu tun. Ich sehe gerade, die Nahrung ist wirklich sehr low. 10.000? Schauen wir mal, was unsere Ameisen ist. Sieht lustig aus. Von oben wie Ameisen. Krabbelt richtig schön über den Bildschirm hier gerade. Da krabbelt es einen gleich selbst. Uah. Ich sag vielen, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Und in der nächsten Runde sollten wir uns, glaube ich, mal noch um mehr Nahrung kümmern. Weil wir haben mittlerweile, guck mal, 76 plus 8. Immer 84. 84 plus 15. Das heißt, wir haben 99 Menschen in unserem Dorf. In unserem schönen Zwickau. Ich muss auch noch schön die Hartz-IV-Halle aus Zwickau bauen, damit auch das Mutantenstadel hier stattfinden kann. Das machen wir alles in der nächsten Runde. Sehr viel Dank fürs Zuschauen. Bis dann.